Herr Dr. Bauerfeind, wir sind am vierten Tag vom ASCO 2012 in Chicago und heute gab es eine Sitzung, da ging es um die lokale Tumorkontrolle. Was bedeutet das und wie wichtig ist das? Ja, Frau Heidinger, lokale Tumorkontrolle beinhaltet eigentlich, the local tumor control, ein Sammelbegriff im Englischen als das, was wir schon immer machen, nämlich operieren und bestrahlen. Und bei der Therapie von Brustkrebs gibt es ja letztendlich zwei Dinge zu tun. Einmal die lokale Gefahr in der Brust, am Locus, wo es losgeht, zu behandeln, entsprechend zu entfernen und zu bestrahlen. Und zweitens um die systemische Therapie, Systemkörper, also die Gesundheit, die durch den ursprünglich lokal entstandenen Befund gefährdet ist, zu behandeln. Das heißt, es ist extrem wichtig, eine lokale Tumorkontrolle zu erreichen, den Tumor zu entfernen, zu verkleinern, zu bestrahlen, damit es A, an dieser Stelle nicht auftritt und damit es dort nicht wieder auftritt und Zeit hat, eben wieder Tumorzellen abzuschwemmen. Die Tumorkontrolle lokal an der Brust oder auch nach Operation an der Brustseite ist immens wichtig. Jetzt hat ja Monica Morrow, die auch hier ausgezeichnet worden ist für ihre Arbeiten im Bereich Brustkrebs, einen ASCO Award gekriegt hat, die hat sich genauer mit dem Thema operative Tumorkontrolle, lokale Tumorkontrolle beschäftigt und einen Vortrag gehalten. Was war denn da neu oder hat es andere Sachen von früher bestätigt? Also sie hat so einen zusammenfassenden Vortrag gehalten, wie wichtig die Operation ist. Die Überschrift ihres Vortrages war eigentlich, wann ist zu viel zu viel? Und hat das eigentlich sehr schön herausgearbeitet. Es gibt hierzu einige Daten. Ziel der Therapie von Brustkrebs ist die Brustkrebsknotenentfernung im Gesunden. Das heißt, der Knoten sollte nicht an den sogenannten Schnittrand heranreichen. Wenn da der Knoten nicht groß genug ist, dass man die Brust entfernen muss, gibt es eben heutzutage überhaupt keinen Grund, die Brust zu entfernen zu müssen. Weil man die gleiche, das sind wir wieder bei dem Griff, lokale Tumorkontrolle erhalten kann wie nach einer Brustentfernung. Natürlich gibt es auch heute noch Gründe für eine Brustentfernung, die werden immer weniger, also wenn der Tumor sehr, sehr groß ist oder wenn sehr viele Einzelherden in verschiedenen Orten der Brust ist, dann muss auch heute noch die Brust entfernt werden. Das hat sie kurz zusammengefasst, da hat sich eigentlich nichts Neues ergeben, aber die Zahl der Brustentfernungen steigt in Amerika wieder und wohl auch in Europa. Warum? Es wird sehr viel neu die Kernspintomographie gemacht, die mehr sieht als andere. Und dementsprechend wird mehr Brust entfernt, weil ja mehr gesehen worden ist. Aber es gibt jetzt eben Daten, die zeigen, dass die Frauen trotzdem nicht besser fahren. Sie werden nicht länger gesund. Das heißt, die Information, die uns diese Kernspintomographie häufig gibt, um eine Brust zu entfernen, führt nicht zu einem besseren Outcome. Und führt auch nicht zu einer verringerten Rate, das war die Überraschung eigentlich heute, von Rezidiven an der Brustwand. Nein, die sind genauso hoch, als hätte man die Brust drangelassen. Das war, finde ich, einer der markantesten Sätze heute. Wäre denn da jetzt ein Unterschied? Es ist ja oft so, dass wenn die Brust entfernt wird, nicht nachbestrahlt wird. Macht es einen Unterschied, wenn man die Brust entfernt und dann nochmal nachbestrahlt? Ist das ein wichtiger Faktor, was Rückfälle angeht? Das ist zweifelsohne ein wichtiger Faktor, aber da muss man auch wieder unterscheiden, warum ist die Brust entfernt worden. Wenn Sie einen Knoten haben von vielleicht 2 Zentimeter, aber um diesen Knoten sind unglaublich viele Vorstufen, dann gibt es deswegen, wegen den großen Vorstufen, man die Brust entfernen muss, dann gibt es keinen Grund, die Brustwand nachbestrahlen zu müssen. Aber wenn das ein sehr, sehr großer Tumor, weit über 6 Zentimetern, oder wenn die Frau auch zusätzlich viele, viele Lymphknoten befallen hatte, oder wir werden ja wahrscheinlich nachher noch drauf kommen, eine sehr aggressive Tumorbiologie, ein aggressiver Tumorcharakter, Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs, dann haben wir auch gesehen, dass eine zusätzliche Bestrahlung selbst nach Brustentfernung zu einer deutlichen Reduktion von Wiederauftreten an der operierten Seite führt. Wenn jetzt die Brust erhalten bleibt bei der Operation, muss dann immer nachbestrahlt werden oder gibt es da auch Situationen, wo man nicht nachbestrahlt? Es gibt nie 0 und nie 100% in der Medizin, aber einer der großen Paradigmen wird bleiben, dass bei Brusterhaltung eigentlich bei nahezu allen Frauen die Brust bestrahlt werden soll.
Es gibt zweifelsohne ganz kleine Karzinome, die auch tumorbiologisch sehr, sehr harmlos in Anführungszeichen sind. Und dann vielleicht auch noch bei älteren Frauen, die noch zusätzlich andere Erkrankungen haben, wo man durchaus auch mal spekulieren darf, dass man nicht bestrahlen darf, weil kein Rezidiv auftauchen wird mit einer hohen prozentualen Beteiligung. Aber hier vor so einem allgemein gehaltenen Interview würde ich diese Einzelfälle noch nicht rausgreifen, sondern da muss man sicherlich mit der einzelnen Patientin im Einzelnen drüber sprechen. Gut, es war ein weiterer Vortrag, wo da ging es auch darum, welchen Einfluss hat die Tumorbiologie auf einen Rückfall in der operierten Brust oder auch entfernten Brust, auf die Brustwand hinten. Was gab es da für interessante Daten? Also erst einmal wurde bestätigt, dass die Tumorbiologie auch an der Brustwand oder an der operierten Brust einen Einfluss hat. Also diese Illusion, wir schneiden ihn weg und dann hat die Frau nur noch irgendwo anders ein Problem möglicherweise, ist einfach nicht richtig. Sondern auch die harmlosen Brustkrebse sind operiert und kommen nicht wieder. Und die aggressiven Brustkrebsarten sind operiert und kommen häufiger wieder. Also hier gibt es zweifelsohne ein höheres Risiko. Die gehören eben entsprechend auch operiert und die gehören natürlich, zu Ihrer Frage, die gehören unbedingt zusätzlich bestrahlt. Aber auch hier gab es so zwei Daten, die ich eigentlich noch gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Das zum Beispiel, was ja in aller Munde ist, das sogenannte triple-negative Mammakarzinom, das also weder hormonempfindlich ist, noch einen bestimmten Wachstumsfaktor hat. Die sind momentan in den Fokus geraten, das sind vielleicht nur 10% aller Brustkrebse, aber die sind aggressiv. Aber hier hat erstaunlicherweise die Brustentfernung ohne Bestrahlung zu schlechteren Ergebnissen geführt als die Brusterhaltung mit Bestrahlung. Also da ist wieder das Gesamtpaket, was stimmen muss. Nicht eine Therapieoption ist ausreichend bei diesen aggressiven Tumoren, sondern diese vielen medikamentösen Therapien, Bestrahlung, Operation und auch Antikörpertherapien, die da zusammenwirken muss. Und selbst dann hat sie auch Einfluss an der Brust und nicht nur das Skalpell. Was sind denn die biologischen Faktoren, die vorhersagen könnten, das ist aggressiver, das muss bestrahlt werden oder das, da bringt die Bestrahlung weniger oder bringt die Bestrahlung bei allen was und nur mal mehr, mal weniger? Also die Faktoren sind auch bei der lokalen Tumorkontrolle die wir auch bei der Gesamtgefährdung kennen. Das ist die Tumorgröße, das ist die Anzahl befallener Lymphknoten, das ist die Hormonempfindlichkeit, das ist dieses Wachstumsprotein HER2-neu. Es ist ein Faktor, den wir nennen wir K67. Der Pathologe zählt die Zellen, wie häufig sie sich teilen. Und je häufiger sich Zellen teilen, desto mehr wächst ein Tumor, das sogenannte K67. Und es gibt natürlich auch zunehmend genetische Untersuchungen. Es gibt so 5 bis 6 verschieden genetisch definierte Mammakarzinome. Und hier zeigt sich schon auch, dass es eben eher die gutartigen Brustkrebserkrankungen gibt, die weniger Therapie brauchen, aber konsequente. Und es gibt natürlich die aggressiven, die triple-negativen, die ich schon angesprochen hatte, die man da sehr bezogen, sehr aggressiv behandeln muss. Es wird momentan, was bei der medikamentösen Therapie schon gemacht wird, jetzt auch bei den Bestrahlungen versucht, ob man hier modifizieren kann. Reicht quasi nur die Brustoperation plus Bestrahlung so wie immer? Oder kann man hier auch Wege der Kombination geben? Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass es ein Medikament gibt, ein Antikörper, den man jetzt zusätzlich bei den triple-negativen Mammakarzinomen dazu gibt, um die Strahlenempfindlichkeit des Tumorgewebes zu erhöhen. Also mit einer Art Brandbeschleuniger für die Bestrahlung, um das zu machen. Und das kennen wir schon von anderen Tumoren. Beim Gebärmutterhalskrebs wird so bestrahlt. Und das zieht jetzt auch ein bei Brustkrebs. Das fand ich auch eine der Neuigkeiten. Braucht man da wirklich so ein neues Medikament? Oder könnte man, sagen wir mal, am Ende der Chemotherapiezeit einfach sagen, und jetzt fangen wir schon an zu bestrahlen und nutzen vielleicht irgendwelche Effekte von der Chemotherapie? Die Medikamente oder die Erfahrungen, die bislang vorliegen, die müssen zeitnah zur Bestrahlung geben. Also quasi, dass man die Chemotherapie noch ausnutzt, weil noch Stoffe im Körper sind, wird nicht reichen. Welche Medikamente die idealen sind in Kombination, das muss gesucht werden. Und das, was man klassischerweise bei Brustkrebs als Chemotherapie gibt, sind nicht die sogenannten Strahlensensitizer, die wir von anderen Tumoren kennen. Das heißt, nein, man muss gezielte Medikamente dafür benutzen und die müssen zeitgleich oder zeitnah zur eingesetzten Bestrahlung gegeben werden. Vielen Dank. Gerne.